In wenigen Tagen geht eine wunderbare Zeit zu Ende. Zum 30. Juni werde ich mich von der Kindernothilfe aus der aktiven Arbeit verabschieden und in den Ruhestand gehen. 11 Jahre ganz intensiver Arbeit liegen hinter mir. In dieser Zeit habe ich wunderbare Begegnungen gehabt mit Kindern, mit Jugendlichen, die oft in extremer Armut leben, unter Gewalt zu leiden haben. Also alles Erfahrungen, die mir ganz nah ans Herz gingen, mich umtrieben und mich beschäftigten. Aber zugleich habe ich in dem Leben dieser Kinder entdeckt, wie viel Kraft, wie viel Freude in ihnen steckt, in der Hoffnung, ein neues, ein besseres Leben zu finden. Und ich bin froh, dass wir über diese vielen Jahre hinweg als Kindernothilfe mit und für diese Kinder uns haben einsetzen können. Sie in ihrem Leben zu begleiten, sie stark zu machen, sie in ihren Kinderrechten zu stärken, Hoffnungen und Potenziale, die in ihnen stecken, nicht zu enttäuschen, sondern zu entwickeln. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass auch in Deutschland sehr, sehr viele Menschen uns auf diesem Weg begleiten und unterstützen. Da sind die vielen Paten und Spender, da sind Unternehmen und Stiftungen und da ist auch der politische Bereich. Und wenn ich denke, dass ich von den Kindern in extremer Armut bis zum Bundespräsidenten im Schloss Bellevue so viele Menschen habe zusammenbringen können für unsere gemeinsame Arbeit, dann ist das eine wunderbare Erfahrung, die ich mitnehme in die Zeit und in die Jahre, die nun vor mir liegen. Hier im Haus, in der Geschäftsstelle der Kindernothilfe, arbeiten ganz viele hoch engagierte Männer und Frauen, die jeden Tag neu sich diesen Herausforderungen stellen, Armut zu überwinden, zumindest zu lindern und Kindern durch Ausbildung, durch medizinische Hilfe, durch eine bessere Ernährung nahe zu sein und zu helfen. In den zurückliegenden 11 Jahren, die ich hier habe gestalten können, gab es auch sehr viele humanitäre Katastrophen. Ich denke an den Tsunami, an Erdbeben in Pakistan und Haiti, in Chile. Ich denke an Dürren in Ostafrika und Fluten in Pakistan. Und überall dort auch, wo Menschen plötzlich vor dem Nichts stehen, konnten wir dabei sein, konnten helfen, konnten mit den Menschen die Not angehen, planen und schauen, wie sie aus dieser Not wieder herauskommen konnten. Wir haben hier in Deutschland unter Kindern und Jugendlichen in Schulen und Gemeinden sehr viele Begeisterung wecken können, durch Aktionen wie Action Kids, durch unsere Zeitschrift Kinder, durch viele Aktionen, die in Schulen gelaufen sind. Und ich bin beeindruckt, wie viel ehrenamtliches Engagement sich auch in Deutschland zeigt. Nicht nur bei den Jugendlichen, sondern auch in unseren Freundes- und Arbeitskreisen. Quer durch Deutschland engagieren sich Menschen für die Sache der Kindernothilfe und damit ja für die Kinder in dieser Welt. Mit all diesen guten Erfahrungen gehe ich in meine eigene kleine persönliche Zukunft und freue mich, dass wir hier in Duisburg von unserer Geschäftsstelle aus so viel haben bewirken können. Natürlich gab es auch schwierige Momente. Denn wenn Kinder leiden, wenn Gewalt ihr Leben zerstört, das sind Erfahrungen, die einem nicht in den Kleidern hängen bleiben. Und so gab es natürlich auch Momente, wo man sagt, nützt das alles was? Werden wir mit und für die Kinder das tun können, was wir wollen? Und da habe ich so schön und so stark empfunden, dass wir einander immer wieder haben sagen können, dadurch, was andere den Kindern antun, dürfen wir uns nicht entmutigen lassen, sondern ganz im Gegenteil. Jetzt gilt es, zusammenzustehen und neu anzupacken, damit die Welt sich ändert und wir ein Stück dazu beitragen können, dass die Welt für die Kinder besser wird.